nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, sie töten sie. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Das geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ihr, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent, Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. Einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Gut. So, und damit... Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Gut. Kommen Sie, Mister. Ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Schön. Kann ich jetzt mal eine Ansage machen? So, und damit... Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video von Alan Wake Remastered. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist nicht weit. Hör auf, dann. Zwischen zu labern, Mann. Ich bin ja am Senkel jetzt hier. Jo, wir sind auf dem Weg, beziehungsweise wir sind jetzt in der 3. Folge schon. Wir haben im letzten Video ja die 2. Folge abgeschlossen, nachdem wir den Wald durchsucht haben und dann zurückgekehrt sind zu Barry. Hören Sie, ich hab zu tun. Der Laden hier läuft nicht von allein. Ja, komm, dann humpel an da. Deswegen siehst du ganz komisch aus. Wie machst du? Ja, weiß ich nicht. Jo, Kapitel 3, beziehungsweise Folge 3. Auf ihrem Weg zu Rose, weil Rose, ach, hat Alan angerufen. Sie hätte Manuskriptseiten, wobei es aber nicht Rose war, sondern diese komische alte Tante da. Und es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, Al, komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Hast du jetzt die Mülltonne? Achso, wir haben den scheiß Rahmen. Gucken wir, was da ist. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Nein. Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Wenn sie da ist. Mr. Wake, ich
Ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, was ist... Oh. Barry! Was? Steckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Zurück an die Arbeit. Was? Mhm. Okay. Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran. Ich fühle es. Okay. Hier steht auch einer auf Elden Wake, wa? Das ganze Teil war vorher schon eine Horrorstory. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Willkommen im Odeer Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee? Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen, und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen dort drüben. Möchten Sie das Tagesangebot hören? Danke. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Okay. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Ja, genau. Ich hätte mehr Geld verdient. Sie ist so verdammt gut. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Natürlich werde ich angegriffen. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich quäle mich mit düsteren Gedanken herum, die manchmal sogar in Albträumen enden. Geht es nur mir so? Vielleicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch die Nacht etwas angenehmer machen kann. Hallo, Sie sind auf KBFFM. Hey Pat, hier ist Walt Snyder. Was gibt's, Walt? Ich bin nicht wie Sie, aber tja, ich kann auch nicht schlafen. Ich habe ja aus dem Fenster gestarrt und versucht, das alles zu kapieren, aber ich habe auch nicht getrunken. Ich habe nur... Ja, Sie klingen, als hätten Sie Probleme, Walt. Ja,
Ich habe davon gehört, Walt. Ja, aber wissen Sie, Danny ist mein bester Freund. Und ich durfte heute auf Kaution raus. Und jetzt sitze ich hier allein am Fenster und warte. Mann, heute liegt irgendwas in der Luft. Ja, ich war gerade draußen und habe mir den Himmel über dem Studio angesehen. Da musste ich dasselbe denken. Worauf warten Sie, Walt? Ich weiß nicht. Irgendwas wird passieren. Ich sollte besser hier verschwinden. Hey, Walt, vielleicht... Nein, danke, Pat. Ja, dann viel Glück, Walt, und nicht unterkriegen lassen. Machen wir eine kurze Pause. Das Wetter macht dann wirklich fertig, was? How can I be sure? Okay. Guter Song. Ich muss trotzdem schnell zu Karre. Und irgendjemand greift mich jetzt safe an. Erstens mal steht da einer. Und zweitens mal, warum steht die Karre so anders? Ich stand doch vorher mit den Scheinwerfern hier rein. Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind. Nein. Was zum... Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Hemingway. Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wayne. Kommen Sie, machen Sie sonst nicht so schwer. Ich kenne mich gar nicht an diese Mission erinnern. Echt nicht, ich kann mich sowieso gar nicht an die Mission erinnern. Jetzt, warum haben die auf den geschossen? Sind die denn komplett doof? Da! Halt! Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Verdammt! Wo ist der hin? Hey! Da ist keine Bewegung! Halt euch! Erstmal los! Hey, geh die Augen auf! Als wenn der Typ mich hier nicht sieht. Verdammt nochmal, wo ist der Held? Wer ist der Fisch? Haltet die Hand auf! Da an diesen Abschnitt kann ich mich so gar nicht erinnern, ey. Aber echt null. Heftig. Er ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Ja, genau. Jetzt kommen die auch noch an. Sache liegt davon kommen wir noch. Naja, was gibt's weiter? Ich lese mir die gar nicht durch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Erstmal heilen. Ich höre die, aber ich sehe gar keine Leute. Das ging ja jetzt zügig. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keinem Monster. Hm. Du bist ja für das Ganze schon mal so ein bisschen mehr oder weniger verantwortlich, weil das da eine Geschichte ist. Ja, danke für gar nichts, Alter. Nein, ich weiß auf jeden Fall nicht. Wie denn auch? Womit denn? Mit Gedankenkraft oder was? Bin ich hier der Hulk? Ey, war doch schon mal, ist doch dieser Turm. Lovers Peak. Boah, das hätte sich aber echt gut an, ey. Also realistisch. Wo willst du denn jetzt hin? Danke, und das war der Heli. Na ja, gut.
So, muss aber eben eine Nachricht schreiben. Mal wieder. Irgendwie habe ich da in letzter Zeit mal oft. So, gut, ich habe hier auf jeden Fall nichts. Oh, nur irgendwelche. Also, soll ich denn jetzt hingucken? Oh, da hinten ist was. Da oben ist ein Turm. Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Wow. Radio Statica. Oder Station? Soll das heißen? Scheiß Station. Huiuiuiui. Na, okay, oder so. Brauchte ich nicht nochmal ganz weit rumrennen. Eine Taschenlampe und eine Knarre wäre mal nicht schlecht, oder? Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Bergwerk? Wer willst du denn im Bergwerk, Alter? Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Ja, das können wir da wahrscheinlich irgendwie regeln. Der Suchscheinwerfer hatte keinen Saft. Nein, wieso nicht? Jetzt aber. Der alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Wieder kaputt. Egal, diesmal habe ich ja teuer schön aus dem Weg geräumt. Soll ich denn da bitte hinkommen, Alter, weil sie weiter ist? Was ist denn das für eine Logik? Lauf, Ellen! Lauf! Deine Sonne auch irgendwas? Nur ohne Knarre und Taschenlampe, wie das. Was war das? Ich habe jetzt keine Ahnung, was das für ein Geräusch war, aber okay. Das Tor ist so am Schreien. Tschüss. Immerhin haben wir eine Taschenlampe, das ist schon mal gut. Nur keine Knarre. Ich brauchte einen Moment, um die Blende. Sie kamen mir sehr gelegen. Team 1, kommen. Ende. Blendgranaten. Team 1, hier ist Sheriff Breaker. Er bitte bericht. 6. Ende. Team 2, kommen. Er bitte bericht. Ende. Ich kann mich echt an diesen Abschnitt 0 erinnern. Und muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass ich hier so ran und rennen muss. Meine Fresse! Wieso trifft er mich die ganze Zeit, der Pimmel? Ja, ist dumm ohne Granate. Ach, ohne Granate schon. Ohne Knarre, ey. Thank you.
Was, Alter? Und hier ist ein weiterer Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Ja, wie Pistolenschüsse. Können Sie herausfinden, was da los ist? Diese Schießerei ist nämlich direkt bei mir nebenan. Sie schießen immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Es hört sich ernst an, Pat, wirklich. Das klingt nicht nach einer Party. Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke. Okay. Lauf, Alan, lauf! Boah, wat? Auto leihen. Gut, heftig. Jo, so Leute, ich muss sagen, bin ich auch mal das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei waren und Bock drauf hattet. Dann werde ich auf jeden Fall im nächsten Video mit dem Typen da quatschen und mal sehen, was der zu tun zu sagen hat. Deswegen mal gucken, ne? Ich muss gerade mal lesen. Deswegen war ich ein bisschen abgelenkt. Jo, gut. Radio Station sind wir. Da sitzt da der Typ. Dieser alte Mann. Und hoffe, dass wir seine Karre kriegen, damit wir Barry abholen können. Oder eben nicht. Aber wenn wir ja dann sehen. Jo, wenn ihr drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Ich kann mich sehr drauf freuen. Oder wie ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit euch.